Drache, für solche Leute habe ich nur Ignoranz und Verachtung übrig. Tja. Wir haben dafür einen Hund. Ja. Wenn ich jetzt einen Hund hier hätte, Alter, die würden wahrscheinlich, dann bräuchte ich mir wenigstens Sorgen machen, dass sie über den Zaun klettern, weil dann würde der Hund die platt machen. Und dann hätte er sogar noch die Berechnung dafür, weil er hat dann das Hausrecht hier. Du bestärkst sie in ihrer Handlung, da du auf sie reagierst. Nö, tue ich nicht, weil ich habe vorhin nämlich sie komplett ignoriert, bestimmt eine halbe Stunde, Stunde lang, weil ich jetzt die ganze Zeit am Kochen war. Ich habe jetzt eigentlich was Schönes zu essen gemacht, ich wollte jetzt eigentlich mich hinsetzen, meinen Feierabend genießen. Und dann kommen die Affen da schon wieder, das zweite Mal heute schon. Das sind die gleichen, die vorhin schon mal da waren. Plus zusätzlichen Anhang. Kannst du mich beschreiben? Ne? Ja, will dann bloß auf den Agenten. Ja, sag ich ja. Das ist. Ich glaube, dass es da kaum. Leute, ich glaube kaum, dass es da jemanden gibt, den es nicht auf die Eier geht. Und jetzt bedenkt Folgendes. Das Ganze ist ja nicht seit gestern. Ja? Das passiert jetzt nicht zum ersten oder zum zweiten oder zum dritten Mal. Schon gleich gar nicht in den letzten paar Monaten. Das ist ja schon das hunderttausendste Mal jetzt mittlerweile. Das ist ja schon seit 3-4 Jahren geht es ja jeden Tag so. Also, das sollte man mitbedenken, ne? Wenn ihr da immer so sagt, ja, ich würde es ignorieren. Ja, würdest du nicht, glaubst du mir. Ich habe es am Anfang auch ignoriert. Und ich habe es schon oft genug, ignoriert. Aber es hilft dir auf Dauer auch nichts. Wie ist überhaupt die Verbindung gerade mit dem Handy? Gut, oder? Besser auf jeden Fall wie mit dem Ding. Was? Verscheuche sie mit dem Wasserschlauch. Oder film sie. Ja, in gewisser Weise habe ich sie schon gefilmt. Verbindung ist gut. Ist ganz gut, okay. Dankeschön für die 100 Barren. Nee, weißt du, ich sag dir auch warum. Weil die Typen jetzt ihre ganze Zeit damit verschwenden, hier vor meiner Tür zu stehen. Ich dagegen allerdings Geld damit verdiene, da ich doch jetzt gerade auf YouNow streame und gleichzeitig nochmal zeige, wie lächerlich manche Menschen sein können. Und wenn die unbedingt meinen, dass sie sich jetzt wie Arschlöcher aufführen müssen, dann scheffle ich daraus noch ein bisschen Kohle und dann lachen die nicht mehr so lange. Haut Freespin raus. Dankeschön, Rio, für die Unterstützung. In 2 Stunden wieder Freespin. Was? Streamst du gleich noch oben nach? Was? Gleich oben noch. Wie oben? Wie soll ich oben noch streamen? Und umso mehr Kohle verdiene ich und umso leichter habe ich es euch Wichser hier in Zukunft von meinem Grundstück fernzuhalten. Genau, ich werde dir jetzt meinen Masterplan verraten, oder was? Junge, halt bloß die Fresse, wenn du eh keine Ahnung hast. Du glaubst doch sowieso alles zu wissen und mehr zu wissen als alle anderen. Ja, hat man doch vorhin schon gesehen. Meinst du, ich erkenne dich nicht, nur weil du jetzt keine Cappy aufhast, oder was? Ja. Daher, da sieht man mal, wie dumm sie ist, wenn sie frisst, wenn du schon da bist, Alter, ist zu spät, Mann. Würde echt ausrasten, wenn kleine Kinder vor meiner Tür... Das ist ja der Witz, Alter! Das sind ja noch nicht einmal kleine Kinder, Mann! Das sind große, das sind mindestens 20-Jährige oder 19-Jährige. Alter, da muss man mal fragen, wie hirngestört manche Leute sind. Ob du gleich noch richtig gestreamt hast, in 2 Stunden kann ich dir wieder... Nee, sorry, heute streame ich. Eigentlich war heute gar nicht geplant zu streamen, wenn jetzt diese Pfosten nicht hier vor meiner Tür stehen würden und zufällig vorhin jetzt mein letzter Part von Zelda für die nächsten paar Tage hochgeladen worden wäre, hätte ich jetzt leider gar nicht gestreamt. Aber im Kopf anscheinend Kinder. Naja, im Kopf, das reicht wahrscheinlich gar nicht. Im Kopf sind es noch kleine Babys, Alter. Wobei sogar Babys sich noch besser benehmen als das, Mann. Und die können teilweise ja alleine gar nichts. Was heißt teilweise? Sie können ja eigentlich nichts alleine. Was kümmert es bitte den Drachen, wenn Knechte ihn kritisieren? Das Witzige daran ist ja, das sind ja sowieso noch die größten Vollpfosten überhaupt, ey. Vor allem rotzeblau wie sonst was, was schon, können ja nicht einmal mehr gerade laufen, aber hier unbedingt drauf bestehen, sich lächerlich zu machen. Danke für die Likes. Naja, es hat nicht mit Kritisieren zu tun, ist auch Terror. Terror ist ja schon gar keine Ausdrucksweise mehr für die.
Ich persönlich hoffe, dass es für euch bisher jetzt richtig nass wird, Alter. Dass ihr euch hoffentlich schön im Regen hockt, weil ich hocke nämlich unter der Markise zum Glück. Also, ich meine mal ernsthaft, ey. Was sagst du zu den Operations Valkyrie? Was ist denn Valkyrie? Sagt mir gar nichts. Die Hater wollen unter allen Mitteln den Geldhahn zudrehen für dich. Hä? Und das soll heißen? Danke, Steffi. Sag denen mal, dass die sich lächerlich machen und ihre Hater dich nur pushen. Das habe ich dann ja schon gesagt, aber die sind so dumm, um das zu begreifen. Das geht nicht in deine Hirn, weißt du? Oder es geht, nein, aber die haben so ein Kurzzeitgedächtnis, dass sie es, sobald sie es gehört haben, schon wieder vergessen haben. Wobei das bei der Naomi Kuhne dann mal verwunderlich wäre. Kann ihm ja schlecht einer zudrehen. Mich schreiben die auch an und posten Bilder, bin trotzdem Abo. Juckt doch keinen. Ja, ich persönlich hoffe, dass halt die Leute, die halt nicht haten und so weiter, weiterhin anständig dabei sein können. Ich weiß jetzt nicht, Illidan, ob du jetzt den Monat auch wieder, wenn du neu abonnieren musst oder weiter abonnieren willst, ob du es weiter abonnierst, keine Ahnung. Die bedrohen Leute indirekt, indem sie auf die auf die Privatprofile von den Leuten posten, die dir Free Spins geben. Naja, das bringt ja nichts. Free Spin, das ist ja ein Scherz. Was ich an Free Spins bekomme, ist ja ein Scherz eigentlich. Ja klar, hier und da sind es klar mal ein paar Barren oder irgendwas. Aber es heißt ja letzten Endes nicht, dass es immer so hinhaut. Mich hat noch keiner angeschrieben. Okay, das ist aber gut. Leute, das würde ich euch allen mal empfehlen. Also wirklich, wirklich jedem von euch, unabhängig, ob ihr mich jetzt abonniert, aber nicht abonniert, ob ihr Fans seid, ob ihr neue, normale Zuschauer seid. Und sogar tatsächlich, glaubt mir, wenn ich das sage, ich will es sogar sagen, für die Hater. Ich wusste nicht, dass ich hier irgendwelche Leute kennenlernen wollte. Gott sei Dank, jetzt haben wir uns, jetzt bleibe ich aber noch ein bisschen live. Wie auch immer, wo war ich jetzt? Für alle, ja, unabhängig von Zuschauer, von Hater, von Fans und bla. Alle, ihr müsst eure Privatsphäre immer schützen. Egal, ob ihr jetzt hier Fans seid oder nicht. Und wenn ihr irgendwo hier auf Junos seid, vor allem dann müsst ihr wirklich schauen, dass eure Privatsphäre sicher ist. Vor allem die Jüngeren unter euch, schaut drauf, dass niemand eure privaten Adressen, Daten und so weiter und im Idealfall auch nicht mehr Bilder von euch zu sehen bekommt. Wenn man natürlich selber streamt, ist das ziemlich schlecht. Aber, oder ziemlich schwierig. Aber im Großen und Ganzen versucht tatsächlich privat zu bleiben. Versucht wirklich tatsächlich unsichtbar zu sein. Und bleibt es auch weiterhin. Und versucht es auch in Zukunft für alles umzusetzen.